Hallo meine lieben Fußballfreunde, liebe Community und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge, so gesehen vom Let's Dance Talk. Wir sprechen über die erste Folge, die gestern lief und wie ihr hier oben seht, Steffi ist die erste, die rausgeflogen ist. Damit hat es noch nicht mehr Hüft-Robert, wenn man es so sehen will. War eine sehr, sehr tolle Show. Tolle Tänze, auch ein bisschen, ja, vielleicht Enttäuschung, aber auch Überraschung. Im Gegensatz, muss man sagen, zur Kennenlernshow gab es zumindest ein paar Steigerungen. Fangen wir chronologisch an. Luca Henny und Christina Luft haben nämlich gestern eine Salsa getanzt zu Hot in Here von Nelly. Es gab insgesamt 22 Punkte. Erkannt hat. Das sieht man. Jetzt denke ich, ist es halt nur noch so, dass die Technik perfekt stimmen muss. Dann wird er auch die ganze Zeit auch oben mit dabei sein und auf jeden Fall mit den aktuell zwei Besten, wo wir ja noch zu kommen, auf jeden Fall wird es dann einen spannenden Dreikampf geben. Deswegen, also das Potenzial hat er locker. Als nächstes getanzt hat Sabrina mit Nikita. Die haben einen Wiener Walzer zu Dangerous Woman von Ariana Grande getanzt. Ich muss zugeben, ich habe Sabrina, bevor Let's Dance lief, mehr zugetraut. Ich habe ihr wirklich mehr zugetraut. Leider, ja, hängt sie hinter meinen Erwartungen. Das Gefühl oder auch das Timing hat sie. Aber es ist die Technik, denn wenn alleine ein Lambi einen Punkt gibt, hat das schon was zu heißen. Die anderen vier Lambi ein. Ich gerade so ein guter Zuspruch. Also, ich glaube, sie kann es, aber irgendwie traut sie sich noch nicht. Als nächstes getanzt, und da muss ich sagen, bin ich doch positiv überrascht, haben Moritz Hans und Renata insgesamt 18 Punkte. Und die haben, muss ich jetzt erstmal wieder raussuchen, genau, ein Cha-Cha-Cha zu Sucker von den Jonas Brothers getanzt. Tolles Lied. Er hat sich auch echt gut bewegt dafür, dass er so groß ist und eigentlich ja eher seine Körper anspannt. Jetzt muss er die eher entspannen. Ich denke, er kommt auch noch dahin, dass das ein bisschen leichtfüßiger wird. Ein bisschen leichter für ihn, dass das leichter zu tanzen ist. Aber ich muss zugeben, mit 18 Punkten kann er eigentlich echt gut leben. Renata ist nicht wie letztes Jahr als erste rausgeschieden. Von daher ist doch in Ordnung. In Ordnung. So. Ja, dann kommen wir zu den Besagten, die gestern rausgeflogen sind. Steffi und Robert. 11 Punkte. Beide haben ein Quickstep zu Let's Get Loud von Jennifer Lopez getanzt. Let's Get Loud ist für mich eher ein Cha-Cha-Cha-Lied, wurde dann ein bisschen halt umgegroovt, sag ich mal, wurde ein bisschen umgeschrieben mit der Musik, dass es halt eben dann zu dem Quickstep passt. Eher tanzt man ja normalerweise ein Cha-Cha-Cha dazu. Ja, wie gesagt, 11 Punkte. Zwar nicht die schlechteste, aber ich habe ja auch schon letzte Woche gesagt, wenn man alles berücksichtigt, Fans und die Leistung, wird es für einen Ailton und Steffi schwer. Steffi hat es nun gestern als erste erwischt. Als nächstes getanzt haben Martin und Martha. Auch 9 Punkte, wie bei Sabrina. Lambi auch wieder nur 1 Punkt, hat er gestern zweimal gemacht, so wie ich es mir hier richtig aufgeschrieben habe. Halt eben bei Sabrina und bei Martin. Der Tanz war, genau, dass ich das auch noch mal natürlich sage, Cha-Cha-Cha zu Küssen verboten von Die Prinzen. Natürlich sieht es nicht gut aus. Natürlich kann er nicht gut tanzen an sich. Ich denke, Timing ist so ein bisschen auch eine Sache, die da eine Rolle spielt. Er bringt da auch so ein bisschen Comedy mit rein. Ich wünsche mir, dass er nimmt es ernst, das muss man wirklich sagen, er nimmt es ernst und ich wünsche mir, dass er versucht, leichtfüßiger zu werden, denn Martha ist eine so tolle Tänzerin, so eine tolle Profi-Tänzerin und ich wünsche mir, dass sie zumindest ein bisschen mal weiterkommt.
Machen wir weiter mit Ulrike und Valentin. Die beiden haben nämlich gestern einen Langsamwalzer getanzt zu Emergent von John Lennon. Wunderschönes Lied. Ich denke mal, da müssen wir uns nicht drum streiten. War toll getanzt. Sehr leichtfüßig. Technik. Alles kommt noch mit der Zeit. Natürlich, man kann nicht von jedem gleich irgendwie 30 Punkte oder so erwarten. Jeder gibt sein Bestes. Aber ich muss zugeben, ich war doch positiv überrascht, da sie in der Eröffnungsshow oder bei der Kennenlernshow 11 Punkte bekommen hat. Damit am wenigsten. Jetzt, gestern 16. 5 Punkte insgesamt mehr. Ich sag mal, darauf lässt sich aufbauen. Und Valentin hat letztes Jahr mit Ella endlich getanzt. Jetzt hat sie mit Ulrike. Das sieht gut aus. Und das hat auch Lambi gesagt, dass Valentin das sehr, sehr geschickt gemacht hat, dass die oft zusammen getanzt haben, weil das sah auch sehr, sehr gut aus. Ich glaube, es gab zwei Szenen, wo sie ihn angeguckt hat beim Langsamwalzer. Da muss man ja so nach links gucken. Aber von daher, ich bin zufrieden. Ja, dann Tanz schlechthin. Tanz schlechthin, Nummer 1 von 2, muss man sagen. Lilly, Paul, Roncalli und Massimo. Boah, ey. Alter Schwede. Boah, das war Hammer. Das war Hammer. Beide haben natürlich einen Tango getanzt zu Maintenant von Rupert und The April Fishes. Alter, war das geil. Alter, also... Ich habe zu euch gesagt, glaube ich, ja, so, wo ich die Kandidaten vorgestellt habe, Lilly sehe ich so als Geheimfavoritin. Mittlerweile ist sie nicht nur mehr eine Geheimfavoritin, sondern auf jeden Fall eine Favoritin auf den Titel. Massimo sowieso hat ja jetzt, oh, jetzt muss ich selbst überlegen und glaube, hat er jetzt zweimal gewonnen oder einmal. Ich weite jetzt nicht mehr ganz genau. Ein oder zweimal. Hammer. Hammer, 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 tolle Choreo. 27 Punkte sprechen da für sich. Mehr braucht man da nicht zu sagen. Mehr braucht man da echt nicht zu sagen. Dann, ich wurde da auch nicht enttäuscht. Natürlich nur 16 Punkte von Loja Namasch und André Tschibisch. Beide haben, jetzt muss ich hier nochmal schön gucken, einen Quickstep zu Born This Way von Lady Gaga. Und ich muss zugeben, Geschichte von ihr im Einspieler hat mich nochmal sehr, sehr berührt. Sie hat ja auch irgendwie ein Tattoo, ich glaube so hier oder irgendwie so in der Höhe, wo ja eine Line, also eine Linie halt eben Lyrics, nicht eine Line, Lyrics von Born This Way, glaube ich, ja auch drauf standen. Es war gut getanzt, es war solide und darauf lässt sich aufbauen und von daher, man wird sehen, wie sie sich weiterentwickelt jetzt in den nächsten Shows. Jetzt in 2 Wochen kommt ja auch dann Boys vs. Girls. Da freue ich mich auch schon sehr wieder drauf. Von daher, mal gucken. Dann, ja, hat zwar 4 Punkte mehr geholt, Ailton. Aber die Salsa zu Icy Hot Chipego von Michael Tello. Ich glaube, den spricht man ja so aus. Oder Tello. Mit 13 Punkten, ja, wie gesagt. Es ist Ailton. Man darf jetzt nicht zu viel erwarten. Es war besser. Er war auf jeden Fall im Timing. Und das muss man ihm zugute heißen. Aber natürlich kann er nicht tanzen. Hat man gestern gesehen. Trotzdem war er nicht der Schlechteste von der Wertung her. Ich sag mal, er musste ja auch gestern zittern. War dann der Erste, der weitergekommen ist. Als Letzten standen da ja Steffi und eben Sabrina. Man wird sehen, wie sich's entwickelt mit Ailton. Man wird es sehen, aber es wird nicht einfach. Dann, Ilka, Besin und Erich. Da hatte ich gestern, muss ich zugeben, leichte Tränen beim Einspieler. Wirklich leichte Tränen. Ich bin ja sowieso ein emotionaler Mensch. Die mich schon hier länger kennen, wissen das eigentlich. Beide haben einen Wiederwalzer zu Rot sind die Rosen von Semino Rossi. Haben sie getanzt. Und dieses Lied verbindet Ilka ja irgendwie mit ihrem Vater und der Vater ist ja vor ein paar Jahren gestorben. Das hat mich sehr berührt, muss ich zugeben. Und auch Ilka hat da so gesagt, nee, jetzt gerade nicht und so. Also ihr ging das auch sehr, sehr nah und das war ein sehr, sehr schöner Moment. Muss ich echt zugeben, das war ein sehr, sehr schöner Moment. Und mit 16 Punkten, ey, ganz im Ernst, da kann man, glaube ich, echt gut mitleben.
Kommen wir zu Sükrü und Alona. Mensch, Sükrü, ich muss echt zugeben. Sükrü, nicht Sükrü, Sükrü. Ich bin positiv überrascht. Tango zu Skyfall von Adele. Am Anfang war er kurz außer Takt, als es losging. Und dann so zum Ende hin wurde es auch ein bisschen schwacher. Aber er hatte seine echt guten Momente im Tango. Und ich muss zugeben, wenn er so weitermacht, sehe ich ihn auf jeden Fall in der Top 10. Also ich glaube nicht, dass er einer der ersten vier ist, muss ich zugeben. Mit Alona sowieso. Da passt die Chemie. 17 Punkte, 7 von Roche, 6 von Motzi, 4 von Lambi. Ich glaube, diesen einen Punkt mehr von Lambi, oder Lambi hätte gut und gerne noch einen Punkt mehr gegeben. Verstehe ich aber vollkommen, weil wie gesagt, er ist halt noch nicht der Beste, aber ganz im Ernst, das lässt sich ansehen. Und 17 Punkte ist ein gutes Mittelfeld, von daher, ich glaube, damit kann er auch selbst sehr, sehr zufrieden sein. Machen wir weiter mit, ja, man kann sagen, wirklich eher der Überraschung des Tages. Letzte Woche war John Kelly noch im Stress. Kam aus, wo war das nochmal, Rotterdam? Von Rotterdam nach Berlin? Berlin, mein Gott, nach Köln. Nicht nach Berlin, Daniel, nach Köln. Nach Köln. Hat dann da noch 17 Punkte geholt. War ja der Beste in der Gruppe eben mit Martin und Ailton. Das hat ihn ja auch so gefreut, war ja auch im Einspieler so. Er hat mit Regina gestern getanzt. Und zwar, na, wo sehe ich es? Sehe es noch nicht hier auf meiner Liste. Wo? Jetzt muss ich mir hier ganz kurz gucken. Ich bin blind. Ah, da, genau. Den Wiener Walzer zu La Valse d'Amélie von Jean Thiers. Ohne Witz, er hat mich so ein bisschen an Ingolf Lück erinnert. Muss ich zugeben. So von der Art her, wie er getanzt hat. Und das fand ich sehr, sehr schön anzuschauen. Also, Rhythmusgefühl hat er. Viele Sänger, wie er zum Beispiel Sabrina Setlur, eher haben auch das Gefühl, können es nicht umsetzen. Er hat Ballett als Kind ja gehabt. Dann eben Musikkarriere, ja eben Kelly Family. Aber man hat gesehen, Pirouette am Anfang. Insgesamt sehr, sehr schöne Schrittfolge. Man hat auf jeden Fall Schritte gesehen und dann muss halt nur noch der Rahmen stimmen, dann muss die Technik nur stimmen und dann sehe ich ihn auch vorne, also mit 21 Punkten insgesamt. Hammerleistung, über 20 Punkte, das haben halt nur Luca Henny, Lilly Paul und gleich noch zu guter Letzt ja noch jemand geschafft. Von daher, John, ich bin stolz auf dich, weiter so. Ja, als nächstes Laura und Christian haben den Cha-Cha-Cha zu Hard to Touch von Felix Yen getanzt. Im Gegensatz zur Eröffnungsshow war das schwach. Der Grundschritt war nicht so stark getanzt. Und auch der Hüftschwung war bei der Salsa viel, viel besser als beim Cha-Cha-Cha. Ich weiß nicht, woran es lag. Wie gesagt, 14 Punkte. Das sind, wenn ich mich jetzt nicht irre, 3 oder 4 weniger als halt eben in der Eröffnungsshow. Da hat sie 17, 18 bekommen. Von daher, man muss jetzt gucken, halt eben, wie es weitergeht. Christian ist sowieso ein toller Profitänzer. Und ich denke, der wird da dann auch das Maximum und alles eben rausholen. Jaja, und zu guter Letzt, ey, ganz ehrlich, da müssen wir jetzt nicht groß drüber sprechen. Tijan und Katrin, 27 Punkte. Zu einem meiner Lieblingssongs, Bad Guy, die haben einen Tango dazu getanzt, Bad Guy halt eben hier von Billie Eilish. Ohne Witz, Hammer. Hammer einfach nur. Also Tijan und Lilly Paul aktuell, so gesehen, hier auf einer Ebene. Aber selbst Lambi hat ja schon gestern gesagt, dass Lilly die Latte hier so ganz oben hingelegt hat. Das wären tolle Kämpfe die nächsten Wochen. Ich freue mich auf die zweite Show. Also wie gesagt, Steffi ist draußen. Was glaubt ihr, wer fliegt als nächstes raus? Wenn ich jetzt eine Vermutung anstellen würde und ich schreibe sie auf, glaube ich, weil ja auch wieder 3 zittern werden, also zittern müssen das nächste Mal. Ich schreibe mir das mal eben hier auf. Ich glaube, das nächste Mal wird trotzdem wieder Ailton zittern müssen. Bin ich ganz ehrlich. Leuscher hoffe ich nicht. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dann auch Martin. Und wenn sie sich nicht wieder anstrengt, Sabrina.
Und ich sage, das nächste Mal rausfliegen wird Sabrina, wenn sie die Leistung wie gestern hat. Die anderen werden noch ein bisschen länger dabei, aber da muss man gucken, wie ist da der Unterschied vom Tanzniveau her, und dann werden es tolle Tänze und Kämpfe die nächsten Wochen. Also, ich freue mich jetzt schon wieder auf die zweite Show. Ich werde sowieso jetzt die ganze Woche dann bestimmt wieder so, keine Ahnung, tausendmal die Videos von der Show gestern gucken, bestimmt auch die Show nochmal selbst. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video hier gefallen. Wenn es so ist, dann lasst doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Und ja, schreibt doch sehr, sehr gerne in die Kommentare, was glaubt ihr? Wer fliegt als nächstes raus? Welche Tänze wünscht ihr euch? Stimmt, kann ich aber so aufschreiben. Ich glaube, in der nächsten Show, das schreibe ich jetzt hier gleich dabei dann nach dem Video auf. Ich glaube, in der nächsten Show wird vielleicht schon der erste Contemporary kommen. Könnte ich mir gut vorstellen. Jive auch sehr, sehr gerne am Anfang immer gefragt. Und Cha-Cha-Cha wieder. Weil Cha-Cha-Cha hat ja jetzt nicht jeder getanzt. Deswegen, ich denke, das werden ja auch wieder so drei, vier verschiedene Tänze sein. Man dann ja gut vergleichen kann, wenn mehrere ja eben den Tanz tanzen. Von daher, ich freue mich auf die nächste Sendung. Ich hoffe, ihr euch auch. Ihr wisst, was zu tun ist. Und mir bleibt nur noch zu sagen, euch ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns dann heute in einer Woche in alter Frische wieder zum nächsten Let's Dance Video. Und bis dahin, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und Community, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.